Hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die mit mir, den Karbin. Ja Leute, ich muss ein paar Sachen gestehen, das sind Dinge passiert. Und zwar ist der Rechner abgekotet und hat dabei erstmal die Aufnahme zerstört. Also, was ja schon mal richtig scheiße ist. Was nie so schlimm wäre. Aber, es fällt zwar jetzt nicht so auf, aber guckt mal bitte auf meine Tagesdatum hin. Wir sind wieder zurückgesetzt worden auf Tag 1. Und die ganzen XP sind weg. Wir starten quasi von vorne. Das heißt, wir müssen die ganze Chose nochmal neu machen. Wir sind nämlich jetzt, ich habe versucht ein bisschen vorzuarbeiten. Ja, Level 2. Hat ja wieder geklappt ohne Ende. Ja, was können wir denn quasi, wir müssen, dann machen wir hier. Das heißt, wir müssen alle von vorne machen. Und wir waren doch schon Level 15. Das heißt, wir müssen nochmal die 7er Horde machen. Das dauert nochmal extra, bis wir das Werkzeug zusammenkriegen. Obwohl, wir müssen eigentlich bloß Zombies killen ohne Ende. Ja, wenn es Schleimfahrrad wäre, als das war. Jetzt warte mal, wir werden hier noch ein bisschen Stamina reinsetzen. Der Dude ist, dass er wirklich, wir haben quasi die Aufnahme, die zerstört worden ist. Gut, der sagt, der wird angezeigt. Die Spikes hat man schon wieder aufgewertet gehabt. Und ich wollte gerade hier hoch, zack, ist der PC abgeschmiert. Ja, das heißt, unsere ganzen Eisenpfeile sind Geschichte. Was ja ein bisschen blöd ist. Moment mal, wir müssen uns unser ganzes... Ach du Kacke, wir müssen unser ganzen neuen... alles neu machen. Alles neu. Vor allen Dingen, ich war ja geschockt. Und zwar, wo ich hier spawn bin. Warte mal, ich kann das euch mal kurz zeigen. Müsste ja eigentlich noch anzeigen. Hier sind wir. Und da hat er mich hingeschmissen. Ich kann bloß sagen, das ist ungefähr eine Stunde Fußmarsch. Alter, ich kann bloß so viel sagen, also ich habe unterwegs noch nie so viel geflucht. Ja, das hilft uns jetzt nicht weiter. Wir müssen uns jetzt alle neu besorgen. Sprich, wir brauchen eine neue Axt. Also eine Steinaxt. Wir brauchen einen neuen Bogen. Wir brauchen neues Holz. Kann auch altes Holz sein, davon abgesehen. Aber, ach, ich wollte das doch nicht reparieren. Die kann doch weg. Wir müssen uns Eisenpfeile herstellen. Denn die 100... Ich glaube, wir hatten 170 Stück, ne? Die sind natürlich futsch. Die einzige Scheiße, die er auch noch übernommen hat, er hat den Loot nicht respawned. So eine alte Kacknase. Das heißt, der ganze Loot ist leer. Alt Kacke. Naja, das heißt, wir haben noch ein bisschen Zeit. Weil um die Basis brauchen wir uns nicht kümmern. Die steht ja. Sag mal, wie sie... Essen, das könnte besser aussehen. Aber trinken haben wir hier noch. Warte mal, ich brauche auch Bandagen. Ist ja auch alles weg. Bandagen. Aber das ist bloß ein kleiner Rückschlag. Damit können wir leben. Jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, wir müssen die ganze Basis nochmal neu bauen. Ich glaube, ich wäre da nicht so gehalten von. Auf keinen Fall. So, warte mal. Für Eisenpfeile brauchen wir natürlich... Komischerweise die Steine, die ich letztes Mal reingeschmissen habe, die hat abgespeichert. Wir wollten nämlich Beton machen. Beton. Was ja nicht geklappt hat.
So quasi in Voraus produzieren, ne? Ja. Ist shame, Clay sei loven. So, warte mal, wir brauchen noch einen Bogen. Na, wenigstens haben wir schon mal Eisenpfeile für die Horde. Dann stirbst du noch schneller. Ah, dann können wir gleich mal testen, ob das wirklich so ein Move ist. Du hast eh nichts, wie ist das? Wegen die Horde, die war ja letztes Mal ziemlich... Moment mal. Warum... Achso, ich wollte gerade sagen, warum kriegen wir den grauen Bogen? So, das haut hin. Die Keule haben wir, das haben wir. Eine Schippe bräuchten wir neu. Da fehlen uns aber die Steine. Und das Inventar müssen... Ach du Kacke. Wir fangen ja wirklich komplett bei Null an. So, schnell mal die Bandagen drin schmeißen. Denn ich habe auch unterwegs richtig inneren jetzt immer gekriegt. Also so richtig. Fand ich nicht gut. Problem ist, wir haben ja auch hier ein Zombie-Problem, ne? Also, kein Zombie-Problem. Das heißt, wir kommen ein bisschen schwer an unsere Punkte ran. Würde ich mal jetzt so behaupten. Ja, das hat noch nie gereicht. Hätte ja wenigstens nicht respawnen können. So, immer daran, immer, das kann weg. Wir nehmen natürlich die 10er-Reihe. Das kann auch alles weg, das braucht man nicht. Dann würde ich mal sagen, wir gehen nochmal schnell eine City-Tour machen, ne? So, ist hier noch irgendwas drin, was wir hier brauchen könnten. Nö, keine Pfeile, die heben wir uns mal auf. Ey, wir haben gleich am Tag 7 Horde Waffen da. Wow! Kennt man ja nicht. Was wollte ich denn jetzt? Ach, Pfeile, Mensch. So. Wie viele können wir machen? Nochmal 60. Okay. So, jetzt fehlt uns quasi noch ein bisschen Holz. Dann lass uns mal rüber gehen, ein bisschen stänkern. Aber erstmal brauchen wir ein bisschen Holz. Das wird eine harte Nuss. Also jetzt nochmal die 15 Punkte. Level. Da bräuchten wir schon eine AK. Mit die noch Munition und die Zombies müssen sich hintereinander anstellen. Das wäre eine Möglichkeit. Aber wie gesagt, also ich hatte ja schon viele Sachen mit 7 Days gehabt, aber das ist mir neu gewesen. War ja ein schön kacke. 3 Folgen umsonst aufgenommen. Also die anderen habe ich dann quasi mitgelöscht, weil... Naja, wenn die Hälfte fehlen tut, ist schon ein bisschen kacke, ne? Naja. Ist ja Videobeweis da. Das war ziemlich weit waren. Es war teils weit. So, das ist repariert. Das haben wir. Schnell die Pfeile umstellen. Meine Nase juckt. Das ist ungünstig. Und so. Zack, 9 Pfeile. Naja, da wird ja bald mehr. Das heißt, wir brauchen jetzt jede Menge Zombies. Wenn da leer drauf stehen tut, ist leer drinne.
Oh, ich hasse es, wenn meine Barthaare sich in die Nase rein bohrt. Die kitzelt. So, da ist auch natürlich nichts. Wir können ja mal kurz in die Kirche rein, ins Krematorium rein schauen. Vielleicht haben wir ja da ein paar Leute. Oh, der Druck geht ja ein schöner. Was ist denn nun los? Nö, hier ist nichts. Alle ausgeflogen. Das hat er auch gespeichert. Also hier sind die Zombies auch tot. Töt. Hier waren nämlich welche drinne. Alter, das zuckert ja ein schöner, wa? Und keine Zombies in Sicht. Ist da was eben gewesen? Habe ich da irgendwas gesehen? Nee, da war bloß ein Fleck. Nee, doch, das ist eine Tasche. Da ist ja noch was drin. Yay, Bolzen. Ha! Toller Witz. So, ist da noch... Nee. So eine Schippe wäre jetzt nicht schlecht. Die wollte ich doch eigentlich machen. Was fehlt uns denn da? Eigentlich nichts, ne? Dann können wir nämlich schon mal den Beton mitnehmen. Wenn wir schon mal hier sind, ne? Beton! Ich hätte gerne Beton. Mir fällt gerade so nebenbei ein, ob die Hunde wieder da sind. Muss jetzt unbedingt nicht rausgefunden werden. Unsere Basis wird schon am bei der ersten Horde einbruchsicher. Mit Löw. Stimmt ja, das war ja auch neu gewesen. Der war ja ziemlich schmal auf der Brust. Naja, Athletik ein bisschen hochknallen. Hier könnten wir auch noch ein bisschen heben. Was auf jeden Fall wichtig ist, dass wir wieder in Richtung Forge machen. Hier quasi. Ach du Kacke, das müssen wir ja auch erstmal nochmal freischalten. Dass wir hier hinkommen. Und eben halt ein Fahrrad freischalten. Dass wir nicht so weit immer laufen müssen. Oh, hier ist schön für das Zement, wa? Und Sand. So, das Gute ist, dass wir beim Einsammeln auch ein bisschen Erfahrungspunkte bekommen. Das ist gut, das können wir alle gebrauchen. Sag mal, sind denn jetzt hier auch Zombies gespawnt? Hallo, jemand zu Hause bestimmt, ne? Komm, wir gehen mal hochgucken. Den Weg kennen wir ja noch. So, hallo, jemand zu Hause? Scheint keiner da zu sein. Dass das halt leer ist. Oh, Alter, was ist denn nun los? Standbild oder was? Wie schaut's denn hier aus? Leer, leer. Okay, das ist auch noch nicht respawned. Da ist einer drinne. Kommen Sie mal bitte raus. Genau, danke schön. Hupf. Wir brauchen Sie als XP. Ups. Da wollte er wohl eben nicht. Na sag mal, die fressen aber ganz schön viele, wa? Meins. So, dann gib mir mal, was da unten halt rumkreucht und fleucht.
Da ist noch einer. So, hier ist Sackgasse. Kommen Sie mal bitte raus da. Schlafen bei der Arbeit, das gibt es doch nicht. Der Blöde ist oben, ist ja schön offen. Das könnte durchaus sein, dass welche von oben runterfallen. Könnte, muss aber nicht. Oh, Alter, ist hier für den Beton. Ist hier ein Traum? Ah, ich hab dich gesehen, Freundchen. Warte mal, dich mach mal so platt. Also wir versuchen das. Genau. So, ist da? Nee, das ist nichts. Hallo. Ist ja blöd. Eine Sackgasse. Aber die Tonne könnten wir, glaube ich, mitnehmen, ne? Hä, hey, was ist denn hier? Ein Versteck? Pass auf, gleich ist da ein Bär drinne. Ich wusste, ich muss weg. Wir essen zeitig. Hallo, Bärchen. Wer konnte da wissen, dass da ein Zombiebär drin ist? Ob das so eine gute Idee ist, Karin? Du mit deinen 50 Pfeiler? Und ich bin weg. Im Garten. Ups. Oh, falsche Tür. Angst haben wir ja keine, aber rennen können wir. Ich gehe mal davon aus, dass er hier nicht hochkommt. Wenn nicht, dann haben wir ein kleines Problemchen. Und wenn er rauskommt, tut, haben wir trotzdem ein Problemchen. Wir haben hier jetzt einen Bär rumzulaufen. Was soll denn da schieflaufen? Was ist nun los? Kommt der jetzt nicht raus? Können wir den eventuell von oben? Hallo? Oh, Alter, das ist schlimm, ist das. Das hört sich ja grausam an. Wo ist er denn? Da muss doch jetzt hier irgendwo... Da ist er, da tanzt er. Oh. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Wo will der denn hin? Das war aber nicht gut, Bär. Das ist jetzt nicht so, wie wir uns das geplant haben. Doch nicht so was. Wenn der da jetzt rauskommt, tut, ich puller mir in die Hose. Hallo, Bärchen. Aber der kann doch jetzt hier nicht so, ne? Aber ich komm da nicht ran. Ich kann ihn in den Fuß schießen. Er lässt sich aber nicht beeindrucken. Also wenn ich treffen würde. Kann's vergessen. Hallo Bärchen. In den Arsch. Die Frage ist, wie viele frisst der? Ich schätze mal viele. Du sollst es nicht kaputt machen, dann kannst du nämlich klettern. Bär? Das ist uncool, was du machst. Und das ist uncool, was ich mache.
Und ich frage mich gerade, ob es so clever ist, auf so einen schmalen Gang zu stehen. Vor allen Dingen, wenn er da durchdrehen kann. Oh, was soll passieren? Das hat jetzt schon was von Stachelschwein, ne? Alter! Na du Kacke. Da kickst du doof, wa? Danke für unsere Pfeile. Und wie, das hat sich jetzt nie gelohnt. Pass auf, da ist noch ein zweiter Bär drin, Alter. Dann kacke ich in die Hose. Bitte, Teddy, bleiben Sie noch bitte liegen, ja? Echt cool von dir. Hinstellen. E mal F. Cool. Haha. Man sieht auch meine Trefferkünste. Das ist schon cool. So. Hoffentlich hat es sich gelohnt. Also, das ist schon mal geil, dass es sowas überhaupt ist. So. Oh, kickt euch das an. Das ist ja der Wahnsinn. Leider halt bloß fressen. Auf der Baustelle. Naja. Und alles verrottet. Na toll. Hat überhaupt keine Pfeile gekostet. Hey, ein Energy Drink. Also ich hätte jetzt hier recht mit ein paar Waffen oder so. Das wäre doch mal schön gewesen. Oh, gibt euch die ganzen Leichen hier an. Die hatten auch schon mal bessere Tare. Also, das war ja jetzt mau, also. Keine Pistole, nischt. Sag mal, wie schaut denn das aus? Da kriegen wir ja auch XP für. So, warte mal, dann können wir uns nämlich gleich mal Knochenmessen machen. Ein Knochenmesser. Ja, okay, XP-mäßig findest du auch nicht. Aber er ist schon mal weg. So, der Blöde ist, hier ist alles zerstört. Zerstört. Das heißt, ihr habt das auch Wauzis. Und Minen. Und beide Sachen sind uncool. Oh, Kohle. Noch ein Auto? Ey, die können wir so ja looten. Hey, nochmal Schrutzenmodi. Ich glaube, die wollen uns wirklich verarschen. Das ist genau das, was wir jetzt nicht hier brauchen können. Also, wir brauchen schon. Wenn wir die Waffe dazu hätten. Oh, guck mal, ein Alien. Der hat eine Katenne. Sag mal, was hält der denn aus? So, warte mal, wir nehmen die... Oho, jo, ui, ui, ui. Die kam von oben. Heuchwart kommt von oben rein. Holla, hi, holla, ho. Und da sind Autos drin und da wird gleich eine Explosion geben. Das heißt, wir sollten mal einen Abstand nehmen. Obwohl, die hauen nicht auf Auto. Vielleicht steh ich auf der falschen Seite. Und du springst mir nicht nochmal auf den Kopf. Kann ich auch.
mal, komm mal her. So ist es schön. Aber dein Krauchen da, seht ihr da? So ein kleiner Kacker, der wäre uns auf den Kopf gesprungen. Und da ist auch einer. Ihr kleinen Spackos. Ups. Das heißt, wir müssen die einzeln nehmen. Nö, der ist runtergefallen. Ja. Eine schöne Schraube. Oh. Kohle. Das wäre drei gewesen. Also, wenn eine Knarre gewesen wäre, wäre auch schön gewesen. Aber ist schon mal cool, dass er uns ein Geschenk mitbringt. Level. Der bringt uns schon wieder näher an der 15. Genau, und Salto, steh auf. Steh auf. Na? So ist schön. Brav. So, warte mal, das Fass nehmen wir mal bitte weg. Die haben nämlich die dumme Angewohnheit zu explodieren. Genauso wie das Auto, wo wir durchstehen. Da ist ja nichts drin, aber ich höre was draußen watscheln. Da war doch was. Sag ich doch. Hey, mach's dir einfach. Komm mal hierher. Hallo hier. Der lässt sich aber ja nicht stören von, ne? So, das waren nochmal 500 Punkte. Was ist denn das da hinten? Das scheint ein interessantes Gebäude zu sein. Eine Feierstich. Moment mal, da gibt es auch Äxte und so, ne? Eventuell. Oh, nochmal Polizei. Munition. Pistolenmunition. Hier müsste doch extrem. Lasset uns schauen. Aber erst in der nächsten Folge. Denn das ist nämlich schon wieder soweit. Wir müssen jetzt eine kurze Pause machen. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Ne? Macht euch einen schönen Tag. Euer Karbin. Bis dann. Bye, bye.